Hey Leute, heute ist der 19. August, das heißt, heute hat Udi Geburtstag und Leute, er ist heute 5 Jahre alt geworden. Ja, hier ist er auf jeden Fall. Also, ja, alles Gute zum Geburtstag, Udi. Ja, Leute, und ich werde jetzt auf jeden Fall einkaufen gehen. Und Leute, ich werde ihn jetzt mit 3 Sachen überraschen. Ich will ihn auf jeden Fall ein neues Bett kaufen. Dann will ich ihn ein neues Spielzeug kaufen. Meine Eltern haben ihn zwar schon so ein Spielzeug schon gekauft, Leute. Also ja, so ein Ball. Aber Leute, ich will auch noch ein anderes Spielzeug auch noch kaufen. Also ja, und dann als letztes will ich ihm noch sein Lieblingsessen kaufen, obwohl das jetzt nicht so ein richtiges Essen, sondern das ist eigentlich nur Snack, also ja, ihr werdet es schon auf jeden Fall sehen. Und Leute, ich würde sagen, wir legen los, euch mal jetzt viel Spaß, danke für den Support und let's go! So Freunde, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg und Leute, ich habe hier so einen kleinen Sack mitgenommen, ja, weil damit ich das nicht das Ganze in meinen Hand schleppen muss. Wie gesagt, es sind ja 3 Sachen, Leute. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf seine Reaktion, Leute. Also, naja, ich weiß, ich hätte das schon eigentlich früher machen sollen, denn es sind ja schon nachmittags, aber naja, ich glaube, er wird sich sowieso freuen. So, Freunde, ich habe jetzt hier sowas gefunden. Ich glaube, also zum Snack. Ich glaube, das wird ihm freuen. Und ja, die kaufen wir jetzt. Sieht auch sehr interessant aus. So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall hier draußen wieder mal. Und Leute, ihr seht hier meinen Einkauf. Naja, ich habe auf jeden Fall sein Lieblingsessen hier eingekauft. Also, naja. Und ich habe auf jeden Fall auch für ihn ein neues Bett gekauft. Die hatten nur so eine hier. Also, ja, und Leute, die hatten leider kein Spielzeug für die Hunde mehr da, Leute. Also, das heißt, ich konnte leider kein Spielzeug für ihn kaufen. Aber er hat ja sowieso ein Spielzeug zu Hause, wie zum Beispiel, ja, diesen Ball. Also, naja, ich hoffe, er wird sich trotzdem freuen, Leute, auch wenn ich ihm jetzt nur 2 Sachen von den 3 gekauft habe. Aber ich glaube, es ist eh okay, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir auch verzeihen. Naja, und wegen so einer Kleinigkeit könnt ihr euren Hunden auch richtig glücklich machen, Leute. Also, naja, und es war auch gar nicht so teuer. Also, es hat ja in Anführungszeichen nur 20 Euro gekostet oder 17 Euro, ehrlich gesagt. Also, ja, Leute, ich würde sagen, ja, und das ist sein Lieblingsessen hier, Leute. Wartet, vielleicht kann ich es euch mal zeigen hier. Ja, sowas habe ich gefunden. Also, naja, und dann habe ich ihn noch zusätzlich sowas hier gefunden, Leute, sowas gekauft. Ich glaube, es schmeckt ihn eh, weil Leute, wir hatten, glaube ich, sowas ähnliches mal gekauft, Leute, und es hat mir richtig gut geschmeckt. Also, Leute, okay, ich würde sagen, wir sehen uns zu Hause wieder. So, Freunde, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein, er wartet schon auf uns. Udi! Hey! Udi! Okay, Leute, da ist Udi auf jeden Fall. Leute, ich bin sehr gespannt, wie es ihm schmecken wird. Ich gebe ihm gleich das hier, Leute. Also ja, und ich weiß nicht, ob ich es auch direkt ihm das hier geben soll. Ich weiß nicht genau. Aber Leute, er freut sich auf jeden Fall mega, dass wir nach Hause gekommen sind. So, Freunde, ich habe das Ganze jetzt ausgepackt. Da ist Udi. Und Leute, ja, Udi, na? Setz dich mal rein. Leute. Ja, der Udi. Udi. Okay. Muss es ihn auf Ungarisch sagen. Okay. Es gefällt ihm anscheinend. Oha. Okay. Man muss es ihm einfach nur sagen, dass er reinkommen soll, weil er war ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ja, Leute. Also, er war ein bisschen verwirrt. Ja. Ja. Udi, hat es dir gefallen? Wirst du heute Nacht da schlafen, falls du drin schläfst? Das ist nur für drin, Leute. Und wenn das draußen es nicht gut wird, dann wird das
für draußen noch für drin sein. Ich glaube, ihm ist viel zu heiß, Leute. Aber, Leute, wir geben jetzt auf jeden Fall das hier. Das kennt ihr, ne? Das ist halt sein Lieblingsessen. Gebe ich ihm auch gleich. Aber erstmal mache ich das hier auf. Okay, Freunde, so sieht das Ganze aus. Das haben wir schon mal gekauft. Also, naja, und Leute. Ja, 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 ich weiß, dass du dich darüber freust. Das ist ja Essen. So. Komm, geh rein. Let's go. Guten Appetit, Udi. Ja, er feiert das. Okay, er liebt es. Okay, Leute. Ihr seht auf jeden Fall, er liebt es einfach. Also, ja, das haben wir schon länger nicht mehr ihn gekauft, ne? Also, naja, aber er liebt es wirklich. Das sollten wir ihn wirklich öfters kaufen. Also, naja, vielleicht hätte ich ja auch mehrere holen sollen, ne? Aber ich war mir nicht sicher, was das war, Leute. Ob das dasselbe war. Ich wusste schon irgendwie, dass es irgendwie so war, weil dass es wirklich ihm gefallen hat oder so. Aber Leute, ich war mir nicht sicher. Das heißt, wir müssen ihm wirklich mehr sowas holen, ne? Weil er liebt es. Aber Leute, ja, auf jeden Fall. Sieht irgendwie auch sehr lecker aus, ne? Naja, aber Leute, jetzt lassen wir ihn erstmal aufessen. Okay. So, ist er noch safe, ne? Aber er hat es schon fast aufgegessen. Also er liebt das wirklich. Okay, Leute. Er hat das Ganze aufgegessen. Ich habe währenddessen noch auch das hier aufgemacht. Udi, komm. Wenn du noch kannst, natürlich. Wenn nicht, dann... Hallo? Udi? Nur wenn du willst, ne? Wenn du nicht willst, dann kannst du es auf dein... Okay, er will es nicht. Okay, dann wahrscheinlich, dann später. Okay? So, Freunde. Ich lege das mal ganz hier hin, Leute. Und ich lasse ihn das mal ausschlecken. Hier, Udi. Schleck das noch aus. Okay, das müssen wir ein bisschen hier ordentlich diesen Kissen hier reinmachen, Leute. Boah, ist das weich, Digga. Ich würde am besten auch selbst da drin schlafen. Aber das ist ja extra für Hunde, ne? Okay, ich dachte schon, er will das nicht aufschlecken. Okay, ich hoffe, dass er es feiern wird. Naja. Okay, Leute, ich hab's versucht und er wisst, okay. Er tut es natürlich auf seine neuen Kissen. Okay. Wow, okay. Schmeckt's? Okay, er schmeckt ihm. Wahrscheinlich nicht so gut wie das letzte, Leute, wie das da. Also, naja, die ich jetzt gerade weggeschmissen habe, ihr wisst schon. Aber es schmeckt ihm trotzdem. Okay, sehr gut. Willst du noch ein Stück? Willst du noch ein Stück? Aber dann reicht's wirklich, ne? Weil du wirst dann dich wahrscheinlich dann übergeben. Das wollen wir auch. Okay. Ja, gute Entscheidung, weil das wird langsam eh zu viel. Du hast ein ganzes davon gegessen. Warte jetzt mal. Er hat ja davon schon gegessen. Dann eins davon. Ich glaube, das reicht. Naja, hat wahrscheinlich keinen Hunger mehr. Naja, aber ich hoffe, das freut dich, Udi, ne? So, Freunde. Er tut sich jetzt auf jeden Fall ausruhen. Denn, Leute, er hat ja wirklich sehr viel gegessen. Und ja, Leute, falls ihr fragt, warum er sich nicht hier reinlegt, Leute, es ist viel zu heiß für ihn, Leute. Also, er ist sehr warm in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, wieso. Obwohl ich die ganze Zeit hier mein Fenster auf habe, ne? Es ist so stickig hier. Aber, Leute, naja, auf jeden Fall tut er sich jetzt ein bisschen ausruhen, glaube ich. Und ja, danach, mal schauen. Danach testen wir auch den... er tut sich jetzt ein bisschen ausruhen und danach spielen wir mit ein bisschen mit seinem neuen Spielzeug von meinen Eltern, Leute, was meine Eltern sich gewünscht haben. Wie gesagt, Leute, ich habe leider keins gefunden dort in Hofer, also kein Spielzeug für ihn leider, aber naja, ich hoffe, es ist okay, also ja.
So, Freunde, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Odi hat sich auch ein bisschen ausgeruht. Und Leute, ich wollte euch noch den neuen Ball zeigen, den er von meinen Eltern als Geschenk bekommen hat. Denn Leute, gestern waren meine Eltern in Tulln unterwegs und die waren auch in den Hundesladen und die haben auf jeden Fall ein neues Ball für ihn gekauft. Dieser Ball ist richtig nice. Udi gefällt es auch sehr, denn Leute, ich musste mit Udi so über 40 Minuten oder so fast eine Stunde mit dem Ball spielen. Kein Spaß jetzt, Leute. Also er hat es richtig gefeiert und ich auch natürlich. Denn was mir richtig gefällt, ist dieser Smiley dort. Also naja, und es hüpft auch sehr. Seht ihr das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, ja, es hüpft so, wenn man es auf den Boden wirft, Leute. Das gefällt mir richtig gut. Und Leute, Odi gefällt es auch richtig gut. Also naja, wir werden wahrscheinlich sehr viel mit diesem Ball spielen. So, Freunde, das war's für diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Leute, da ist Udi nochmal, ne? Also, ja, da. Leute, er ist auf jeden Fall, diese zwei Geschenke haben auf jeden Fall für ihn richtig gefreut, beziehungsweise es waren eh drei, ne? Ich habe für ihn so zwei, ja, Snack-Sachen gekauft. Einmal die hier. Die ist immer noch hier, by the way, weil, naja, also er hat ja schon heute genug gegessen, Leute, würde ich mal sagen. Und dann hat er noch das hier, nein, das war ja dasselbe, das, was ich weggeschmissen habe, Leute, wartet kurz. Ich glaube, ihr wisst hier alle, was ich meine. Das hier, also, naja, wo dieses Ding da drin war. Und Leute, dann hat er von mir noch auf jeden Fall das hier gekriegt als Geburtstag. Ne? Das wird für ihn richtig gut passen für den Winter, vor allem, denn das ist so angenehm kuschelig hier. Jetzt natürlich passt es gar nicht, weil Leute, naja, es ist halt sehr warm. Oder, Odi? Willst du noch etwas zu den Zuschauern sagen? Also, mir gefällt das Bett richtig gut. Ach so, dir gefällt das Bett. Das freut mich. Naja, wenn es dir kalt wird, dann kannst du dich gerne dahinlegen. Aber jetzt passt es nicht, denn da wirst du, ja, das wird gar nicht angenehm sein, weil da wird es dir noch wärmer. Ja, da passt es, da passt es auf jeden Fall. Na Leute, wünscht Udi auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag. Also, naja, er hat heute Geburtstag. Und Leute, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.